Das kann einfach nicht mehr wahr sein, Leute. Das kann einfach nicht mehr wahr sein. Meine Tochter, ich habe ihr gesagt, du bleibst zu Hause. Was hat sie gemacht? Sie ist wieder mit diesem Türken unterwegs. Also ich sage euch ganz ehrlich, ich werde da wirklich ganz komplett bescheuert. Ich werde jetzt mal zum Herrn Schmidt gehen und mal mit ihm sprechen. Herr Schmidt, bleiben Sie doch mal hier. Ich habe euch doch zum Essen eingeladen. Bleibt doch mal hier. Nicht so eilig, nicht so eilig. So, deine Tochter ist ja auch da. Also ich muss mal mit euch heute besprechen, wie es weitergeht mit der Familie. Ihr wisst ja, wir sind ja in einer Krisensituation. Setzt euch bitte hin. Ich möchte, dass jeder mal was dazu sagt, dass der Ausländer meine deutsche Tochter entführt hat oder beziehungsweise nicht mehr entführt hat, dass sie zusammen sind. Schatz, was sagst du dazu? Das kann ich mal ganz ehrlich bitte jetzt. Okay, also ich bin ja ehrlich so, da die wieder so zusammen sind, ich bin ehrlich, ich hab wieder Angst, weißt du? Ja, weil guck mal, ich weiß gar nicht mehr, was er wieder machen wird, weil es kann sein, dass er wieder sie irgendwie wieder was antut. Schatz, ich bin da voll deiner Meinung. Was ist mit dir, Chantal? Du bist doch ihre beste Freundin. Ja, also die passen halt irgendwie gar nicht zusammen und ich habe auch keinen Bock, dass hier irgendwas passiert. Ja, und was sagen Sie, Herr Schmidt? Also ich finde das gar nicht irgendwie richtig so, dass er mit ihnen zusammen ist, weil er hat ja noch mehrere Waffen. Irgendwie nicht so gut. Ja, das verstehe ich auch nicht. Wisst ihr, was ich jetzt machen werde? Ich werde jetzt zu dem Türken nach Hause gehen und mal gucken, was da gerade abgeht, was die da machen. Ich hoffe, die machen nichts Böses. Warte mal, der Herbert ist da. Was ist los, Herbert? Nate ist, da vorne, deine Tochter und der Türke. Die haben sich geküsst und so alles. Sie haben da... Warte mal. Ja, alles gut. Wisst ihr was, bleibt jetzt mal hier stehen. Ich werde jetzt zu ihm nach Hause gehen und ich werde da einfach die Tür aufmachen und gucken, was sie da machen. Herr Schmidt, kommen Sie mit, schnell. Beeilen Sie sich. Leute, ich glaub's einfach nicht. Was ist in meiner Tochter gefahren? Ich habe ihr eigentlich mein ganzes Leben lang beigebracht, sowas nicht zu machen. Das geht gar nicht. Also wirklich, ich habe gesagt, okay, sie darf mit ihm zusammen sein, aber dass sie sich wieder heimlich treffen, das geht gar nicht. Und ich bin gerade echt am Ausrasten. Sag mal. Oh, geh aufs Bett. Tschakalaka. Da hörst du das? Komm, schleichen. Schleich. Was machen die da? Warte. Baram. Gut machst du diese im Bett. Oh. Alte Tochter, sag mal, bist du bescheuert? Was machst du da? Hä? Was macht Vater hier? Ey, du bist 16 Jahre alt und du lässt dich schon von ihm... Hier, sag mal, bist du komplett bescheuert? Du bist nicht meine Tochter. Und du, was ist in dich gefahren? Ich dachte, wir können uns vertrauen. Deine Tochter gut im Bett. Bist du... Ey, du spinnst doch. Du spinnst wirklich. Du hast mir eine Waffe gegeben, jetzt wirst du davon... Du gehst hier raus! Lass ihn! Mach Platz! Lass ihn in Ruhe! Schatz, du kommst mit nach Hause, hast du verstanden? Ich will nicht das machen! Weg da! Meine Tochter kommt jetzt mit nach Hause, sowas geht gar nicht mehr! Ja, bescheuerte Kind! Kein Sorry! Schatz, komm mit jetzt! Das geht gar nicht mehr! Oh Gott! Gehen Sie weg! Sind wir komplett bescheuert oder was? Ich frag mich da, was da gerade abgeht! Boah! Schatz, habt ihr wenigstens verhütet? Nein. Was? Du gehst morgen sofort früh zum Arzt und machst einen Test. Ich möchte nicht, dass du schwanger bist. Oh, Junge, dann kriegen wir noch hier einen Hassan als Kind oder einen Mohammed Abdullah oder so einen Kanaken oder so einen Yusuf. Aber was sollen wir mit so einem Typen machen, Mensch? Tochter, du gehst jetzt aufs Bett. Und du bleibst jetzt daheim bis morgen. Die Tür bleibt versperrt. Okay. Hausarrest. Helga, du bist so bescheuert. Helga, ich hasse dich. Du bist so eine blöde Mutter. Du sagst ihr nicht einmal, dass sie aufhören soll mit sowas. Hä, was denn? Aber ich wollte doch gar nicht mehr, dass sie mit den Typen irgendwie was macht. Ja, dann rede doch mit deiner Tochter. Okay, rede doch mit ihr. Sag ihr doch, dass das nicht geht. Herbert, was ist schon wieder los? Also ist da eigentlich alles okay? Weil ja, es ist alles okay. Sie sehen doch hier, dass wir einen Stress haben. Ja, wir verschwinden sie ja. Boah, was ein Spasti, Alter. Scheiße, soll ich euch kurz nach Hause fahren? Kommt mal mit, ich begleite euch. Herr Schmidt, wissen Sie, was würden Sie denn in meiner Situation machen, wenn Ihre Tochter mit so einem Typen abhauen würde, wo es Ihnen gar nicht passt? Sagen wir mal mit so einem älteren Typen. Dann wird es erstmal... viel Hausarrest geben. Ja. Leute, ich sag euch ganz ehrlich,
Ich finde die Tochter von dem Herrn Schmidt hier ziemlich hübsch und ich weiß nicht, ob ich mich an sie mal ranmachen sollte, weil meine Frau taugt mir gar nicht mehr. Ich werde einfach mal schauen, vielleicht mache ich das. Hier, ich mache für euch sogar die Tür auf, bitteschön. Ey du, Chantal, wir müssen mal kurz zusammen sprechen. Wir müssen kurz über die Sabrine miteinander sprechen, ja? Ja. Also Chantal, komm mal kurz her. Ey. Ja. Ich weiß nicht, fühlst du das auch, was ich fühle? Ja, nein, was denn? Weißt du, ich weiß nicht, seitdem du ein bisschen groß geworden bist und solche freizügigen Outfits anziehst, fühle ich mich ganz schön zu dir angezogen. Verstehst du, was ich meine? Ich weiß nicht, Alter, ich bin 20 Jahre älter als du, aber ich meine, mein Gott, ist das so schlimm? Ja. Na, das ist doch nur... ja, was würdest du sagen? Denkst du, du redest mit meiner Tochter nochmal, mit der Sabrine? Ja, natürlich. Okay, sehr gut. Ich gehe mich jetzt auf jeden Fall mal schlafen legen. Ey, ich gehe jetzt schnell nach Hause, ja? Also, das wird mir ein bisschen unangenehm. Ja. Boah, Leute, ich hoffe, dass der Herr Schmidt das nicht gemerkt hat. Ich stehe schon echt seit längerer Zeit auf seine Tochter. Aber der Typ ist so auch bescheuert, Mann. Wieso lässt er seine Tochter sowas anziehen? Ich sag euch ganz ehrlich, ich hoffe nicht, dass Helga das erfährt. Und, ja. Hey! Ist das ernst? Ich hab dich erwischt. Mit was erwischt? Du hast ja meine Reifen geklaut. Ja, ich wollte hier arbeiten, du hast doch gesagt, dann habe ich gesehen hier, du machst von meinen Mädchen die Freundin an. Das stimmt Wenn doch gar nicht. Wenn ich das dem Vater sage, ich hab das gehört. Nein, das stimmt doch gar nicht. Nein. Ach, es ist nix, alles gut. Mein Schwiegersohn, schönen Abend noch, ne? Ja, wir sehen dann später. Tschüss. Oh nein, Mann, Leute, der hat es einfach gehört. Digga, Mann. Leute, ich leg mich jetzt echt schlafen. Meine Tochter soll mal morgen früh zum Arzt gehen und schauen, was da abgeht. Oh, ich glaube, ich schlafe heute echt hier auf der Couch oder so. Das macht überhaupt keinen Spaß mehr, was da abgeht. Mann. Was ist mit meiner Tochter? Ach, die schlafen schon. Oh, guten Morgen. Heute ist ein großer Tag, liebe Tochter. Du gehst jetzt schnell zum Arzt. Ach ja, stimmt. Die Mutti kommt mit dir mit. Und wenn du wirklich schwanger bist, dann gibt's echt auf einen Deckel. Hast verstanden? Und ich werde jetzt in der Zeit mir mal ein Brötchen machen, was zu essen machen und dann zur Arbeit gehen. Du kommst sofort zu mir, wenn du ein Ergebnis weißt. Ja, okay. So, Leute, dann mache ich mir mal meinen Kaffee fertig. Ich mache mir mein Brötchen. So, dann, ja. Oh, das ist aber echt lecker, ne? Wenn die Helga nicht da ist und ich das für mich selber koche, dann schmeckt das gleich doppelt so gut. Ah, da kommt hier der Herr Schmidt. Servus, ja, wie kann ich denn helfen? Ja, ich wollte fragen wegen dem Ergebnis. Welchem Ergebnis von meiner Tochter, oder was? Ja. Sag mal, was interessiert dich das eigentlich, Peter Schmidt? Mach mal Platz hier. Was interessiert dich das, hä? Warum kümmerst du dich darum? Oh, guck, okay. Schmidt? Oh, oh. Komm mal her, ich muss dir was sagen über diese. Komm hin. Ey, nein, sag das nicht. Ey, hier, meine Tochter ist, glaube ich, schwanger von dir. Willst du das wirklich deinem Stiefvater antun? Schwanger? Ja. Nein, ich will keine Kind. Ist das bescheuert, aber du hast doch das so... Nein. Schwanger. Ey, bist du so einer, der da meine Tochter dann gleich abhauen lässt? Und nein. Du dann abhaust, alleine in die Türkei? Damit, nein. Ich weiß genau, wie du tickst, du bescheuerter junge Mann. Ja. Ich geh da mal, ich geh arbeiten. Was? Schwanger. Ja, geh mal weg, Alter, geh mal weg, komm. Na, Herr Schmidt, entspannen Sie sich doch mal, das geht doch so gar nicht, Mann. Bescheuerter Mann. So, da arbeite ich mal ein bisschen. So. Alles in Ordnung? Nein. Wieso? Über Nacht waren hier irgendwelche Leute und haben unsere Zäune kaputt gemacht, wie du schon siehst. Oh mein Gott. Was ist los, Schatz? Wie ist das Ergebnis? Nein, sag's mir nicht. Ich bin schwanger. Hast du das gehört, Mohammed? Hast du das gehört? Meine Ohren. Schwanger. Sie ist schwanger. Eine kurze Frage, ist er Junge oder Abtreibung? Es ist ein Junge. Aber warum schwanger? Warum?
Ich bin auch nicht wirklich damit zufrieden, sag ich euch ganz ehrlich. Nein, aber das ist dein Kind, das ist dein Kind, ich geh, das ist dein Kind. Sag mal, bist du bescheuert wie mein Kind? Du willst mich... Also deine Ratte. Geh alleine... Ey, ganz ich ehrlich. Ich geh wieder nach Türkei. Ja, komm, geh. Schatz, du kommst jetzt mit, hast du verstanden? Du kriegst jetzt mal Hausarrest. Du kleines Miststück. Wie konntest du nur dich schwängern lassen von so einem Typen, der dich dann nicht mal in Ruhe lässt? Ich werde ihn abknallen. Ich werde ihn echt heute abknallen gehen. Komm, geh rein. Schnell, Helga, ja! Auf. So die Mutter, so der Sohn, so die Tochter. Die Helga war auch früher so. Hat sich von der ganzen Stadt durchvögeln lassen und war von jedem dritten schwanger, bis ich sie aus der Kacke rausgeholt hab. Oh. Herbert, nimm Werkzeuge mit, komm her. Wir werden den Türken heute umbringen. Okay. Komm her. Der wohnt hier, schau mal. Hier. Du kriegst auch eine Waffe. Nimm das. Wir werden ihn jetzt gleich abstechen. Der soll hier sterben, Mann. Das geht doch gar nicht. Entweder er bleibt mit meiner Tochter zusammen oder er stirbt. Herr Abdullah, wo sind Sie? Nein! Lasse mich in Ruhe, ich bin auf Dach! Was machst du auf Dach, Herr Abdullah? Komm doch runter! Nein, ich werde nicht kommen. Ich werde Land verlassen. Kommen Sie her, das geht doch gar nicht, was Sie da machen. Bleiben Sie doch hier. Kommen Sie runter, sofort, wir müssen sprechen. Ja? Du hast meine Tochter geschwängert und jetzt willst du abhauen, ist das dein Ernst? Ich werde sie verlassen, ich will nur Frau, kein Kind. Du, ihr könnt das ja abtreiben, das ist kein Problem, aber sie liebt dich. Nein, ich will kein Kind. Komm, wir reden mal kurz unter vier Augen, ja? Kommen Sie mal her. Ey, das ist doch nicht ihr Ernst, ich kann das nicht zulassen. Sie müssen sie nehmen. Nein, Mann, ich will kein Kind. Wenn meine Familie fällt, ich hab Kind nicht mehr rumschläge. Ja, aber das ist doch in Ordnung. Warum warst du dann die ganze Zeit mit dir zusammen? Wolltest du die nur jallern oder was? Ich wollte Schachalacha nur. Sag mal, also wirklich, manchmal kriege ich so einen Hals, wenn du so komisch redest. Aber ich werd's dir nochmal zeigen, ne? Ich werd's dir zeigen. Du wirst es schon sehen. Komm, wir gehen, Männers. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich werde jetzt mal schauen, was meine Tochter macht. Ansonsten, Leute, wird sie sterben. Ich werde sie sofort umbringen. Und diesen Türken da, für ihn gibt es auch keine Zukunft mehr. Also das, was man mir angetan hat, das wünsche ich keinem Vater. Seine 15-jährige Tochter schwängern von einem 23-jährigen Türken. Ey, da gehen wir zur Polizei. Schatz, Helga, was macht ihr denn schon wieder? Ich habe schon mit dir... Schatz, wo hast du die Waffe? Wo ich die Waffe hab? Dieser Türke war ein Psycho. Aber du kennst mich doch nicht. Schatz, was hast du getan? Du wirst sterben. Ey, Schatz, was machst du hier? Ihr werdet beide bis morgen früh aussehen. Habt ihr verstanden? Bis morgen früh. Ciao. Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin sehr sauer, was hier meine Tochter und so angeht. Wer ist denn da? Was wollen... guten Morgen, hallo. Kommt doch bitte rein. Guten Morgen. Ja. Oh, Chantal, du siehst ja mal wieder blendet aus. Danke. Bitte. Ja, was gibt's, Herr Schmidt? Ah, ich wollte noch fragen, wie es nicht so geht jetzt. Ja, ich habe jetzt meine Tochter und meine Frau rausgeschmissen. Ah, okay. Oh, aber die Arme. Wo soll sie denn unterkommen? Das ist mir egal. Ich will das Haus für mich alleine haben. Mit dieser Frau kann ich mir keine Zukunft vorstellen. Sie lässt, dass unsere Tochter alles macht. Und das geht gar nicht. Also, Leute, geht bitte am besten hier auch nach Hause. Ja, ich habe keine Zeit für euch. Oh Mann, Leute. Das Wetter ist auch so düster. Genauso wie meine Gedanken.